Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Learning by Watching. Und ja, wie ihr bestimmt schon im heutigen Titel gesehen habt, geht es heute mal um die sogenannte textgebundene Erörterung. Ich habe mich ja bereits generell schon mal mit einer Erörterung beschäftigt, beziehungsweise dazu ein Video gemacht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das auch mal angucken. Ansonsten gehen wir heute spezifisch mal auf die textgebundene Erörterung ein. Aber wenn du dich zum Beispiel noch gar nicht mit ähm, einer Erörterung auseinandergesetzt hast, beziehungsweise in der Schule es noch nicht überhaupt gecheckt hast, worum geht es jetzt hier genau, was muss ich machen, dann steige ich hier nochmal ganz von Anfang ein, damit dieses Video auch jedem hilft und nicht nur für die Leute ist, die schon Vorkenntnisse haben. Fangen wir direkt mal an mit dem Video. Zunächst einmal kommen wir zu der Frage, was ist denn überhaupt eine Grunderörterung, bevor wir uns damit der textgebundenen Erörterung beschäftigen? Und zwar eine Erörterung ist immer ein Text, der sich mit einem Thema argumentativ auseinandersetzt. Also hier ist wichtig, man betrachtet ein Thema kritisch. Kritisch heißt in dem Fall, dass man es eben nicht nur aus einer Seite betrachtet, sondern eben von verschiedenen Perspektiven betrachtet bzw. dann eben auch ausformuliert. Hier könnte man jetzt sagen, okay, was heißt das, wie soll ich das Ganze jetzt aus verschiedenen Perspektiven machen? Man kann es jetzt runterbrechen, man sucht beispielsweise Contra- und Pro-Argumente für eine Fragestellung und eben nicht nur Pro-Argumente, also verschiedene Perspektiven, verschiedene Meinungen beziehungsweise auch verschiedene Argumente zu Wort kommen lassen, damit man sich nachher auch ein Bild davon machen kann und ähm, nicht nur von einer Seite sozusagen das Ganze betrachtet wurde. Und da sieht man eben auch, in der Erörterung ist immer sachlich und faktenorientiert zu verfassen, also subjektive Wahrnehmung bzw. Gefühle sind hier nicht so wichtig, Ihr müsst euch wirklich auf die sachlichen und faktenorientierten ähm, Argumente verlassen. Des Weiteren sollte man zu einer Erörterung noch wissen, dass es eben aus einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss besteht. Also dort ist eine normale Gliederung eigentlich, die man auch sonst bei den meisten Texten bzw. Klassenarbeiten hat. Immer die Einleitung, Hauptteil und Schluss und der Hauptteil ist dann eben mal der größte Teil. Und dann noch zu wissen ist, dass es verschiedene Arten von Erörterungen gibt. Hier habt ihr bestimmt schon am Anfang gesehen beziehungsweise im Titel des heutigen Videos, es gibt verschiedene Arten von Erörterungen. Hier gibt es einmal die textgebundene Erörterung. Mit der beschäftigen wir uns heute. Dann gibt es noch die dialektische und die lineare. Falls ihr euch noch mit den anderen Erörterungen beschäftigen wollt, da kommen noch Videos raus oder die sind schon eben aufgenommen, beziehungsweise auf meinem Kanal. Das hängt davon ab, je nachdem wann ihr das Video hier seht. Aber ansonsten guckt einfach mal auf meinem Kanal vorbei, dort findet ihr auch noch weitere Videos. Gehen wir jetzt mal auf die textgebundene Erörterung ein und das Wichtigste ist natürlich das Vorgehen. Bei Deutsch ist immer ganz wichtig zu wissen, bei Arbeiten, ihr müsst das Ganze verstehen, wie das aufgebaut ist, weil Aufbau ist dann schon die halbe Miete und dann müsst ihr das Ganze nur noch ausformulieren. Also hier wirklich wichtig. Merkt euch einmal, wie geht ihr jetzt vor, bei dem Schreibprozess, und dann ist das Ganze eigentlich auch fast ein Selbstläufer, wenn ihr halbwegs mit Grammatik, ETC umgehen könnt. Aber Grammatik wäre dann nochmal mehr basic, dazu habe ich auch Videos gemacht. Aber jetzt erstmal das Vorgehen bei einer textgebundenen Erörterung, auch bei einer Klausur. Und zwar die Erörterung, das ist das Wichtige eben bei einer textgebundenen Erörterung, diese stützt sich auf einen vorgegebenen Text. Hier müsst ihr euch auch kritisch mit dem Standpunkt auseinandersetzen und diesen einordnen. Also ihr bekommt dann immer einen Text, den ihr erstmal lesen müsst und darauf nimmt ihr dann eben kritisch Bezug. Hier ist das Vorgehen. Erstmal, das ist jetzt mein Tipp, zweimal den Text lesen und die Argumente markieren. Also ihr werdet einen Text haben, wo beispielsweise jemand einen Kommentar geschrieben hat, der in einer Zeitung veröffentlicht wurde zu einem bestimmten Thema, das beispielsweise in der Politik oder auch in sonstigen Fragestellungen gestellt wurde und dann wurde dazu eben ein Kommentar verfasst. Diesen müsst ihr lesen, Argumente markieren, danach eigene Argumente notieren. Und die Argumente aus dem Text herausschreiben. Eigene Argumente heißt in dem Fall, okay, ihr überlegt, um welches Thema geht es überhaupt und was ist eure Meinung dazu. In dem Fall immer erstmal so denken, was ist eure Meinung dazu und warum habt ihr diese Meinung. Also denkt euch wirklich in diesen Vorgang rein und dann müsst ihr euch überlegen, okay, warum habe ich jetzt diese Meinung dazu? Dadurch bekommt ihr eure eigenen Argumente bzw. eure Beweggründe, warum ihr diese Meinung habt. So ist es für mich am einfachsten, ansonsten überlegt euch einfach Argumente für oder dagegen beziehungsweise ihr müsst nachher beides machen, aber fangt erstmal mit einer Seite an. Und dann für mich ist es noch einfach, wenn man die Argumente aus dem Text herausschreibt, einfach nur kurz mit Stichpunkten, dass man da einen groben Überblick hat und die nachher einfach nur noch abhaken muss, wenn man sie rausgeschrieben hat. Danach beginnt ihr mit dem Schreibprozess und das ist jetzt das Wichtige. Darauf werden wir genau jetzt eingehen. Kommen wir zum Aufbau. Wie gesagt, das ist das Wichtigste. Hier auch wieder. Wir fangen mit der Einleitung an. Hier ist der Einleitungssatz erstmal Autor, Thema, Titel, Quelle, Datum, Textsorte. Ich glaube, das muss ich nicht viel sagen, ansonsten guckt mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Einleitungssatz ist eine reine Formsache. Danach geht ihr an, mit einer neutralen Inhaltsangabe an den Text ran. Also hier nur ganz kurz einmal sagen, okay, geht mal jeden Abschnitt des Textes mal kurz durch und dazu einfach einen Satz. Hier würde ich euch wirklich empfehlen, abschnittsweise einen Satz zu schreiben. dann könnt ihr euch dann immer kontrollieren, dass er nicht zu viel schreibt, aber auch nicht zu wenig und hier auch wirklich wichtig, sachlich zu bleiben. Dann kommt ihr zum Hauptteil. Hier ist eben die zentrale These des Textes wichtig. Diese formuliert ihr aus. Und die dazugehörigen Argumente inklusive Beispiele nennt ihr dann. Zentrale These heißt dann einfach, okay, ihr habt euch das durchgelesen und was will der Autor im Prinzip damit sagen? Also was ist die Meinung dieses Textes? Und das nennt man eben diese zentrale These. Also beispielsweise, wenn jemand der Meinung ist, dass in der Schule viel mehr mit IT gearbeitet werden muss, dann ist eben das seine zentrale These. Und danach geht ihr auf die Argumente ein. Also da nennt ihr im Prinzip dann die Argumente, die ihr dann zu dieser These nennt. Also beispielsweise. In der Schule muss mehr mit IT gearbeitet werden, weil ähm, der Arbeitsmarkt viel mehr auf IT basiert mittlerweile und etc. Dann kommen die Beispiele dazu. Also wie gesagt, erstmal These, danach Argumente inklusive Beispiele. Hier geht ihr dann auf die Sprache ein, also sprachliche Mittel. Wie versucht ihr das Ganze zu übermitteln bzw. das auch zu verdeutlichen? Hier können diverse sprachliche Mittel eben verwendet werden, beispielsweise rhetorische Fragen sind sehr relativ häufig. Ähm, ansonsten, falls ihr da noch nicht sicher seid, habe ich auch ein Video dazu gemacht, wie man Sprache genau analysiert, aber ich denke mal, das habt ihr davor auch schon gemacht. Hier ist auch einfach nur, was ihr nochmal als wichtige Fragestellung, weil ihr da euch noch nicht ganz so sicher seid, habt einfach, wie versucht der Autor, die Argumente zu formulieren bzw. dem Leser eben rüberzubringen und zu verdeutlichen. Danach formuliert ihr eure eigenen Argumente und bringt diese in eine Beziehung zu den Argumenten des Autors. Also beispielsweise, wenn ihr die gleichen Argumente habt bzw. habt ihr noch Argumente, die nochmal die Argumente des Autors verstärken bzw. denen eigentlich entsprechen. Dann können wir das Ganze auch in Verbindung setzen, also das Ganze sagen, okay, gut, hier haben wir die gleichen Argumente, beziehungsweise die Argumente, die aufs Gleiche hinausführen, auf die gleiche These hinausführen, oder natürlich auch andere Argumente, die eben dem Ganzen widersprechen, also Gegenargumente, das setzt ihr eben auch in Verbindung. Also hier wieder stimmst du ihm zu oder kritisierst du eher seine Argumente, beziehungsweise hat er nicht alles genannt, um dann schlussendlich eine These zu bilden, beziehungsweise seine These zu bilden. Hier ist auch die Begründung durch deine eigenen Überlegungen und Argumente, also wie gesagt, wichtig am Anfang sich vom Text genaues Bild zu machen und sich erstmal an diesen ganzen Prozess reinzudenken, damit man das Ganze nachher auch begründen kann, weil man kann nicht einfach irgendwas schreiben und das Ganze nicht begründen, weil dann ist ja im Prinzip die Denkleistung nicht da. Man soll ja nicht nur das ganze abschreiben, sondern man soll eben auch einen eigenen Input reinbringen. Dann kommen wir noch zum Schluss hier ist eben die eigene Position sehr, sehr wichtig. Diese setzt ja nochmal in Beziehung zur Position des Autors. Also stimmt ihr dem Ganzen zu am Ende oder stimmt ihr dem Ganzen nicht zu. Das gründet ihr dann nochmal und geht auch nochmal kurz die Ergebnisse der Analyse ähm, da. Also da geht ihr auf alles ein im Prinzip, was ihr herausgefunden habt, durch Sprache, durch auch die Ar Argumente. Da einfach nochmal ganz kurz was zusammenfassen, aber hier auch wichtig. Guckt nochmal an die Aufgabenstellung. Da kann es sein, dass ihr nochmal beispielsweise auf eine speziellere Fragestellung nochmal kurz eingehen sollt oder auch andere Sachen. Aber wie gesagt, da die Aufgabenstellung gucken. Ansonsten macht ihr da meistens auch nochmal Übungen zu, beziehungsweise macht da auch nochmal eine Probeklausur und häufig sind da auch schon die ein oder anderen Tipps, wie es dann in der Klausur sein könnte. Bei den Ergebnissen ist es wichtig, dass ihr nicht noch was Neues aufmacht. Im Prinzip also, ihr sollt nur das zusammenfassen, was ihr bereits in der Analyse als Ergebnisse habt und nicht noch mal einen neuen Gedanken, den ihr gerade beim Schluss bekommen habt, noch mal in ähm, den Schluss reinpacken. Also da wirklich nur zusammenfassen und nicht noch was Neues aufmachen. Das könnte einen Punkt abzugeben. So kommen wir noch kurz zu den Tipps und Tricks. Ähm, schreibe wie gesagt alle Argumente in eine Tabelle auf. Mache ich immer so. Einmal im Prinzip kann man sich nur eine Tabelle machen und dann kann man links den Autor hinschreiben und rechts ich. Und dann schreibt ihr da eben die einzelnen Argumente auf, dass ihr nachher beim Schreibprozess gar nicht mehr überlegen müsst, also eigentlich gar nicht mehr vom Kopf Prinzip eure Konzentration sehr sehr hoch halten müsst, weil das ist auf Dauer ziemlich anstrengend. Und am Anfang ist man noch immer am konzentriertesten, deswegen am Anfang immer die Denkleistung machen und am Ende abhaken und schreiben. Ähm, wichtig dann aber trotzdem auch auf Rechtschreibung und Zeichensetzung zu achten, dort am besten dann auch am Ende kontrollieren. Und auch nochmal als kleine Erinnerung, bleibe sachlich und versuche eine Struktur in deinem Text zu behalten. Also lerne den Aufbau auswendig. Hier ist wichtig einfach, wenn ihr den Aufbau einmal auswendig gelernt habt, habt ihr einen roten Faden drin. Es macht euch viel einfacher, bessere Noten zu schreiben und auch euer Schreibprozess wird viel, viel einfacher gestaltet. Also hier wirklich einfach darauf achten, Aufbau auswendig lernen. Ihr müsst nicht viel für Deutsch auswendig lernen, beziehungsweise für Deutschklausuren lernen, aber das Ganze ist schon ziemlich wichtig, um eine gute Deutschklausur zu schreiben. So, falls ich euch mit dem Video helfen konnte, würde ich mich sehr über ein Abo und über ein Like freuen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.